Put down that magazine. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Schön. Und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Impulsgeber heute Abend. Und das ist der Victor Center. Und Victor war auch schon einige Male bei uns dabei. Und ihr könnt ihn auch finden im YouTube-Kanal, auch auf der Webseite. Und er ist so jemand, ein Trainer und ein Berater. Und darum geht es jetzt in dieser Zeit. Er ist es nämlich mit Herz, ja. Und den dann natürlich mitzunehmen mit Herz und Verstand. Und da hat er seine Berufserfahrung jetzt schon, ich glaube, über 13 Jahre gesammelt. Ja, meine erste Anmoderation, die war mal mit 12 Jahren. Das stimmt ja schon gar nicht mehr. Also, lieber Victor, es müsste ja inzwischen schon 13 Jahre oder 14 Jahre sein. Und du kennst natürlich die Herausforderungen von den Menschen auch in den Projekten sehr gut. Und du hast so viele, so nicht invasive, so hast du das geschrieben, so nicht konforme, andere Methoden auch kennengelernt, wie du heute den Menschen helfen kannst. Und das ist ja auch dein Herzanliegen, ja, diese Persönlichkeiten, den Menschen zu helfen, auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, ich freue mich heute sehr auf deinen Impuls zum Thema vom Zufall zur Chance. Und ein bisschen habe ich schon gelesen von dem, wo dein Vortrag handelt. Und dennoch, das Mikrofon gehört dir, die Bühne ist deine. Vielen Dank. Prima, vielen Dank, liebe Martina. Danke für diese tolle Einführung. Tatsächlich sind die Methoden, die sind schon konform, aber die sind alternativ. Und die sind nicht invasiv. Das heißt, das, was ich erlebt hatte durch die letzten Jahre oder die Jahre in meiner Berufserfahrung, dass wir immer wieder in Situationen kommen, zufällig oder nicht zufällig, das ist die Frage. Und wir erleben unterschiedliche Situationen im Alltag, im Berufsalltag als herausfordernd. Und ich hatte mich damals auf die Suche gemacht. Ich hatte diese Vision gehabt oder das Gefühl, den Wunsch gehabt, dass es auch einen Zustand gibt, wo ich die Situation besser im Griff haben kann. Also zu schauen, wie es mir persönlich besser gehen kann. Und ja, die Frage ist es, gibt es Zufälle im Leben oder gibt es keine Zufälle im Leben? Und ab welchem Zeitpunkt, ab welchem Moment, auf welcher Ebene kann ich das, was in meinem Leben passiert, selbst entscheiden, selbst gestalten und auch verändern? Und wenn man auf das Wort Zufall geht, also Zufall ist was passieren kann, zufällig, by chance, coincidence, also eine Koinzidenz, das heißt, wenn zwei Ereignisse zufällig aufeinandertreffen. Es hat auch eine zweite Bedeutung, und zwar Zufall im Mittelalter. Es war ein Wort für Krankheit. Das heißt, wenn jemand zum Bett gefallen ist, dann gab es einen schlechten Zufall. Das heißt, Zufall ist sehr ambivalent. Wir wissen nicht, ist es ein guter Zufall? Oder ist es ein nicht so guter Zufall? Und da kommt die Chance ins Spiel. Was ist die Chance? Changer, Chance. Chance bedeutet die Möglichkeit, das Potenzial, daraus aus diesem Zufall was zu machen. Also wir haben eine Chance und das kommt auch im Mittelalter auf dem Wort Changer. Und das war ein Spiel, ein Würfelspiel, ein Glücksspiel. Das heißt, man hat einen guten Zufall, also einen glücklichen Wurf gehabt und das ist die Chance. Und was Ovidio auch gesagt hat, wir wissen nicht, wie die Würfel fallen. Meistens ist es eine 7. Who knows? Und was passiert, wenn es eine kleinere Nummer ist oder eine größere Nummer? Sind wir bereit, diesen Zufall anzunehmen? Das heißt, es hat sehr viel mit Präsenz zu tun, das, was im Hier und Jetzt passiert, das anzunehmen, anzuschauen und unter Umständen zu transformieren. Das heißt, ich habe jeden
Moment im Alltag, im Leben, die Möglichkeit, das, was passiert, die Ereignisse, also die Events, anzuschauen, anzunehmen, zu verstehen, weshalb sowas passiert, wie es dazu kommt und ob ich sowas annehme und daraus wachsen kann. Es gibt dieses typische Beispiel, dass man sagt, oh, mein Leben ist so schwer, ich habe das Gefühl, ich sehe und ich finde nur Holpersteine oder Stolpersteine auf meinem Weg. Man kann sich beschweren, man kann jammern, man kann sagen, ah, ich habe zwar ein schweres Leben und ich finde nur Hindernisse. Oder man kann sagen, ja, super, da fällt was, zufällig ist was da, was kann mich mit sowas anfangen? Vielleicht beginnen und sagen, wow, ist ein Stein im Weg, kurz auf die Seite schieben, Muskeln aufbauen. Vielleicht noch ein Stein, ja, nochmal Muskel aufbauen, oder? Oder nochmal ein Stein und dann sage ich, oh, ich könnte mit 3 Steinen schon was machen, ich könnte was aufbauen. Und dann man bemerkt, man kann selber was aufbauen aus dieser Situation, wenn man selbst aktiv wird. Und das ist auch für mich ein Game Changer, ein Spielveränderer, wenn ich verstehe, das, was in dem Moment passiert, dass ich selbst die Ressourcen in mir finde oder die Kraft oder die Fähigkeit, mich selbst zu beobachten, zu spüren, wie es mir geht, aber auch mein Ziel vor den Augen noch zu haben und zu verstehen, wo will ich eigentlich hin. Und in dem Moment, dass ich sage, ich gebe nicht auf, und das ist sehr wichtig im Alltag, eine Haltung zu haben, dass ich weiß, ich gebe mich selbst nicht auf. Es ist schwierig, es ist sehr schwierig. Es passieren, es sind Lebensereignisse, die passieren, also Krankheit, Unfälle, also Unfall. Und es ist trotzdem die innere Haltung, also meine Reaktion, wie ich selbst so einem Zufall des Schicksals, des Lebens entgegenschaue. Und wenn ich mit Mut, wenn ich mit Zuversicht, also ich habe noch die Sicht nach vorne, mit Vertrauen, also ich habe Vertrauen, also das gibt mir Kraft. Das heißt, ich gebe nicht auf, weil zum Beispiel, wer kennt das, dass der Samen in der Erde im Frühling sagt, ah, es ist so schwer hier, es ist so dunkel, boah, es ist noch April, es ist noch März, es ist noch sehr kalt, es liegt noch Schnee, ich sehe kein Licht, ich spüre keine Wärme, ja, ich gebe mal auf. Nein, die Natur ist nicht so. Die Natur wartet und es kommt der Moment, und das ist der Punkt, es kommt der Moment, wo die Sonne stärker scheint, der Schnee schmilzt, die Erde wird wärmer, feuchter, und dann sagt der Samen, da fühlt er, wow, das ist jetzt warm, und da ist noch mehr Wärme und findet diese Kraft, findet die Ressourcen, weil diese Rahmenbedingungen, die da sind. Das heißt, das Umfeld, dieser Zustand ist auch sehr günstig, und es heißt, bis zu diesem Zeitpunkt kurz anhalten, dranbleiben, nicht aufgeben oder sich kurz zurücknehmen. Aber dieser Samen, der kommt dann und plötzlich innerhalb von, jeder kennt das, innerhalb von einer Woche, von 3-4 Tagen, irgendwann zwischen März und April ist alles grün. Die Kastanien sind grün. Die Parks sind wieder grün. Wo man sieht, boah, wo kommt das denn her? Wann wächst der Gras? Hat jemand das Gras wachsen sehen oder hören? Wann passiert das? Weil es passiert irgendwann, wenn wirklich der Boden schwarz ist und irgendwann sieht man die ersten Pflänzchen. Wann passiert das überhaupt? Ist es nachts? Ist es morgens? Ich weiß nicht, wer hat schon sowas beobachtet? Also das finde ich spannend, genau so nahe an dem Leben zu sein und solche Momente zu erhaschen, zu bemerken, wow, das Leben passiert.
Und das ist für mich auch eine Ermutigung, auch wenn das Leben schwer ist. Und es ist immer die Frage, ab welchem Moment halte ich noch ganz fest an meiner Vorstellung, an meiner Vision, an meinen Erwartungen, die vielleicht überholt sind. Und ab welchem Moment passiert der Switch, die Änderung, der Kompass ändert sich und sagt, vielleicht muss ich nach innen schauen. Ich muss selbst prüfen, ist das, was ich gefühlt habe, gespürt habe, zu dem Zeitpunkt, ist das noch aktuell? Das Jahr beginnt jedes Jahr neu mit einem neuen Frühling, einem neuen Sommer, mit einem neuen Herbst, mit einem neuen Winter. Herbst ist nicht Herbst, Winter ist nicht Winter, Frühling ist auch nicht Frühling. Das heißt, das ganze Leben ist eine ständige, konstante, stetige Veränderung. Und wir brauchen manchmal so eine Sicherheit, dass wir im Außen suchen. Oder klar brauchen wir die Sicherheit. Ich brauche auf jeden Fall auch eine Kontinuität im Leben, weil es kann nicht sein, dass ich heute ein Haus habe oder ein Dach über meinem Kopf und morgen ist der weg. Also dann sind wir wirklich ausgeschmissen. Aber wir brauchen auch eine gewisse innere Sicherheit, dass uns Stabilität gibt und Vertrauen haben. Und genau das ist der Punkt, wann der Vertrauen größer ist oder stärker wird, so wie auch gemeint hat, dass ich dieses Bild habe, dieses in mich gefestigtes Vertrauen und auch in dem Leben, in dem Moment. Weil dann kann ich solche, ich sag mal, Stimme des Lebens, Stimme der Liebe, Stimme in der Arbeit, Änderungen irgendwie gelassener sehen. Das heißt, ich nehme mich zurück, ich schaue und spüre, ich bin auf einem See, ich spanne den Segel auf und ich fühle, wohin mich dieser Weg bringt, wie sich die Segel aufbläst. Und dann gehe ich mit diesem Rückenwind. Ich gehe voran und es geht voran. Und manchmal wissen wir nicht, wo genau hin der Kopf möchte wissen, was passiert morgen, was passiert nächste Woche, wir haben die Termine, was passiert in einem Jahr, die 5-Jahresplanung, die 10-Jahresplanung, die Altersversicherung, die Rente und so weiter und so fort. Klar, wir leben in sehr bewegten Zeiten und ich weiß nicht, was in einem Jahr oder in 5 Jahren sein wird, aber das Leben ist jetzt. Und das ist für mich der Schlüssel, dass ich sage, ich bleibe offen, Offenheit. Ich bleibe neugierig, Neugierde. Also alles, was neu ist, nehme ich an. Ich brauche Mut, ich mache Courage, Courage. Steht auch Rage drinnen, aber es ist ein Mit dabei sein, das Leben spüren. Und ich nehme diese Herausforderung zu mir, schaue nach innen, wie ich wachsen kann. Und plötzlich ist von Chance Change. Man ist plötzlich da in einem Prozess der Gestaltung des eigenen Lebens. Und dann nehme ich diese Chance, nehme ich diesen Zufall und bemerke, wo will ich eigentlich hin und wie kann ich manchmal zufällig, aber wie kann ich auch bewusst, und das ist Bewusstheit, wachsen und bewusster hingehen, wo ich spüre, dass es mich auch hinzieht oder schnell prüfe, vielleicht ist dieser Weg nicht mehr gültig für mich. Und mit diesem Bewusstsein kann ich irgendwann sagen, klar, ich nehme das Leben so, wie es ist, aber von einem passiven Annehmen, dass das Leben ist, schaffe ich langsam den Umschwung zu einem, sag mal, aktiven, gestalterischen, kraftvollen Leben, bewusster Leben. Das heißt, das, was alles möglich sein kann, das heißt, die Potenziale, die in Chance sind, nicht dem Zufall überlassen, sondern schauen, was es braucht, damit meine Seele, meine Aufgaben in diesem Leben tatsächlich mich in diesem Leben auf einer spirituellen Ebene, auf einer gesellschaftlichen Ebene, in meinem Umgang mit den Menschen, mit meinen Ummenschen,
wie es mich lässt, dass ich wachsen kann. Weil Wachstum, was ich auch gemeint habe, das ist der normale Prozess des Lebens, also die Entfaltung, die Herausforderung. Also wir werden wirklich herausgefordert. Und das ist das, was mich sehr, sehr beschäftigt, was in uns ist, also diese enorme Kraft und alles, was in uns steckt an Potenziale. Und manchmal ist es wirklich so der Druck, der wie ein Kochtopf ist. Und wir kochen, unser Kopf ist total gehitzt, überhitzt. Es sind viele Gedanken und wir bemerken, was brauche ich dafür? Ich brauche eigentlich nichts dafür. Ich muss mich nur entspannen, mich zurücknehmen, aus der Situation zurücknehmen. Ich muss auf mich aufpassen und mich selbst annehmen, die Situation annehmen. Nicht umsonst heißt es im fernöstlichen Philosophie und Gedanken, be here and now, accept it, love it, sei hier und jetzt, akzeptiere es, liebe es. Ich habe gedacht, Mensch, die können schön sprechen und die wissen die Schwierigkeiten nicht. Aber genau in solche Schwierigkeiten, wenn man sagt, naja, ich kann die Situation erstmal akzeptieren, also ich spüre diesen inneren Kampf nicht mehr, ich kämpfe nicht mehr, ich schaue, wo meine Energie, wo meine Gedanken, wo mein Fokus ist Energiefokus, sind gerichtete Energie, Gedanken, wo sie hinfließen, was entzieht mir die Energie, wo ist mein Fokus und was will ich überhaupt und warum will ich das überhaupt? Das ist so der versteckte Diamant, der in uns ist, unser Schatz. Und wenn wir Zugang zu uns selbst haben und wenn wir weiter diesen Glauben oder diese Gewissheit, also es ist nicht nur der Glaube, ich glaube an mich, klar, aber wir haben, also ich habe die Gewissheit, ich habe meinen Kontakt zu mir, dann, egal was im Außen passiert, ich gehe mit mir anders um. Ich gehe an meine Seite mit mir und ich kämpfe nicht gegen mich. Ich bin nicht mehr gespaltet in so einer Situation, nicht mehr verzweifelt. Die Verzweiflung, die Entspaltung, sondern ich bin allein, also ich bin mit mir verbunden. Und das ist so ein magischer Moment, was ich bemerke und was ich erlebt habe durch eine gewisse Körperarbeit, dass ich das, was ich an Gedanken, an Vorstellungen habe, auch immer prüfe, ist es möglich, ist es nicht möglich, und um in diesem Moment im Hier und Jetzt zu sein, mit mir verbunden zu sein, diese Freude spüren, diesen Spaß, diese Neugierde und sagen, ja, Herausforderung, ja, was Neues, endlich was Neues. Weil manchmal kommt die Änderung immer von außen, also wir nehmen das an, wir müssen reagieren. Und manchmal ist es so wie, wow, check, 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 ich bin da, ich bin da, ich bin da, mein Plateau ist erreicht. Und irgendwann sage ich, ich langweile mich. Oder die Seele sagt, hey, du hast alles super gemacht, es darf weitergehen. Aber keiner klopft und sagt, okay, nächste Woche, Sie haben einen Termin für die nächste Weiterentwicklungsstufe Ihres Bewusstseins und im Leben, sondern it happens. Und dann sieht man, wow, wieso passiert mir das? Und wo bin ich jetzt? Und es geht weiter in diesem wunderbaren Labyrinth-Leben. Es gibt auch dieses super wunderbare Buch Who Moved My Cheese? Von Spencer Johnson, wer das kennt, ein Managementbuch. Das heißt, wie gehe ich mit Änderungen um und wie kann ich aus der Opferrolle wirklich aktiv gestalterisch in das Leben kommen. Und ich wünsche euch und uns allen viel Neugierde, Mut und die Kraft, diese Quelle in euch, in uns zu finden und auch dieser innere Stille so viel Raum zu geben, im Hier und Jetzt zu sein und die Leichtigkeit und die Freude des Lebens zu spüren. Vielen Dank. Viktor Zenta, Kraftquelle der Stille.